Frage ans Bewusstsein. Stell dir vor, es ist wahr und die Gaudi ist erledigt. Alle sind über Nacht zack ein wenig gescheiter geworden. Sie haben so lang die Umwelt, die Natur und alles beschädigt. Dann haben sie gesagt, miteinander fangen wir einfach an von vorn. Was war dann? Was war dann? Bevor wir nun mit dieser sechsten Episode vom Montagsinfoabend beginnen wollen, werden wir Ihnen noch eine kleine Kurzbeschreibung der Themen geben, die unseren Sprechern am Herzen liegt und euch in diesem Video näher bringen wollen. Manfred Johann Lorenz, unser Maniolo, begleitet uns wieder musikalisch zwischen den Sprechern durch den Abend. Andreas Haunold stellt Wir gemeinsam Salzburg, Nachbarschaftshilfe und Regionalwirtschaft vor. Paul Ettel von der Friedensakademie Linz, deren Motto lautet: Friede ist nicht die Abwesenheit von Krieg, Friede ist eine Tugend, eine Geisteshaltung, eine Neigung zur Güte, Vertrauen und Gerechtigkeit. Günther Beham von Wertevoll Leben. Er fragt: Bin ich Gestalter oder Opfer? Franz Furtner: Menschlich, regional statt globaler Größenwahnsinn. Er organisiert viele Top-Info-Veranstaltungen und bietet somit den Sprechern ein Gehör. Der Autor Franz Josef Neffe von der Du musst Schule zur Ich kann Schule. Direktor Franz Kurz von der HTL in Hallein erzählt aus dem Schulleben. Joe Kreisel von Freeman Austria muntert uns auf, eigene Denkmustergewohnheiten bewusst zu machen und Worte etwas anders zu verstehen, als es uns beigebracht wurde. Ebenfalls möchten wir uns recht herzlich bei Klaus Glatzel für die Live-Übertragung auf den Freien Bürgerradio OkiTalk bedanken, den er über das Magazin Der Talk von Mensch zu Mensch sendet. Zum Mit- und Selbermachen. Schauen Sie auch auf www.okitalk.com rein. Es zahlt sich wirklich aus. Währenddessen Maniolo noch den Soundcheck macht, wollen wir euch die Gelegenheit geben, ein Schreibmaterial bereitzulegen. Denn in diesem Videobeitrag werdet ihr viele nützliche Tipps und Informationen erhalten, die es lohnt, aufzuschreiben. Schönen guten Abend, schön, dass du da seid. Wir haben Weihnachtszeit, Adventszeit, viele sind irgendwo auf Weihnachtsfeiern. Deswegen bin ich nur mehr froh, dass ihr heute da seid, dass ihr die Zeit genommen habt. Und ich möchte mal anfangen mit einer Anwesenheitsliste
wo sich jeder bitte einträgt, nur derjenige, der auch in den Verteiler aufgenommen werden will, von der Montagsinfo. Dass man da vielleicht oben hat. Dann gibt es halt Infos rund um die Montagsinfo zugeschickt und vor allen Dingen die Einladungen, die wir haben. Wir sind heute bei der sechsten Montagsinfo inzwischen. Ein halbes Jahr ist jetzt schon vergangen. Das ist unglaublich. Ja, und es hat sich ganz toll entwickelt, muss ich sagen. Wir haben sehr viele Initiativen gewonnen, wir haben immer mehr Kontakt zu immer mehr Leuten und heute haben wir ein ganz besonderes Thema, und zwar die Bildung. Die Bildung ist deswegen so besonders, weil ich jetzt einmal einfach behaupte, wir haben es auf dem Flyer stehen, wir haben uns da mal so einen Satz ein bisschen abgeschaut vom Erwin Wagenhofer, den Film Alphabet, den möchte ich euch ans Herz legen, bitte googeln, schauen oder auf Lernwelt. Der sagt nämlich, warum kommen 98% der Kinder hochbegabt zur Welt und nach der Schulzeit bleiben nur noch 2 übrig. So, die traurige Nachricht ist, ich gehöre zu den 2% dazu. Da müssen wir was tun. Ich selber bin jetzt über 50 Jahre alt und merke immer mehr, dass ich immer mehr dazu lerne. Das ist also ganz toll, wenn man es zulässt, gell? Ja, jetzt haben wir einen Haufen Prospekte bei euch am Tisch. Das haben wir noch nie gemacht, wir probieren das jetzt einfach einmal. Es sind Prospekte dabei von den Referenten heute, die da sind. Es ist Liste von Initiativen dabei, die grundsätzliche Veränderungen und Verbesserungen im Schulsystem bringen, aber nur dann, wenn wir sie jetzt anfangen, aktiv zu unterstützen. Da möchte ich euch bitten, um das was, sonst ändert sich nie was. Wer parteienfreie Initiativen kennt von euch, da würde ich euch bitten, uns die bitte wissen zu lassen, uns die zu geben, und wir ergänzen die Liste dann, die werden wir das nächste Mal dann wieder auflegen. Und eben weil wir so ein wichtiges Thema haben, ich habe es fast vergessen, ich habe mir mal die Mühe gemacht, die letzten 2 Wochen so verschiedene Schulen zu besuchen im Salzburger Norden. Bin einmal 7 abgekloppert, in Birmus, in Oberndorf, in Bergheim, 2 Kindergärten, und habe da mit den Direktorinnen und mit den Leiterinnen dort gesprochen. Und ich kann euch sagen, 80% sind hochbegeistert, dass da endlich einmal Leiter sind, die was bewegen. Also ich glaube, dass es ein ganz wichtiges, interessantes Thema ist für alle. Hallo. Und wir werden uns deswegen im Januar, am 26. Januar, wieder mit dem Thema Bildung beschäftigen. Wir werden uns noch besser vorbereiten. Ich werde schauen, dass ich noch mehr Schulen besuche, die Direktoren persönlich einlade, weil ich glaube, dass da einige dabei sein wird, die da sehr viel zum Thema sagen können. Ihr habt auf dem Tisch einen Flyer vom Kreditopferverein liegen. Da möchte ich noch mal ein paar Worte dazu sagen, weil vielleicht ist uns das alle nicht ganz so bewusst, aber wir sind alle Kreditopfer. Wir zahlen ja alle Steuern. Und die Schulden von Österreich, sage ich mal, zahlen wir alle mit. Unterstützt den Verein, damit endlich einmal Aufklärung und Aufmerksamkeit ein bisschen drauf gelenkt wird, dass, also über das überhaupt, über das falschlaufende Geld- und Bankensystem, und dass einmal das in die breite Öffentlichkeit kommt. Die haben einen Mitgliedsbeitrag von 50 Euro im Jahr, und der Kreditopferverein kommt, glaube ich, ist es, oder? Wenn da mal kurz einmal nachschaut. Kreditopferverein nicht. Einfach mal reinschauen, da werden Fragen beantwortet, wenn einer Bedenken hat und sagt, oh, soll ich was da, keine Ahnung, vielleicht ist das gar nicht so gut. Also diese Fragen, glaube ich, da wird jede Frage beantwortet. Also 50 Euro im Jahr, ich glaube, das kann man sich leisten. Dann habe ich noch ein Anliegen, und zwar sagt Creality jemandem was? Es sind ein paar Leute da, die es schon kennen, ein paar nicht. Das ist eigentlich das, was schon mehrere Anläufe versucht worden sind, eine Plattform zu schaffen, ein Netzwerk, wo sie wirklich, also wo jeder seinen Vorteil rausholen kann, der mag natürlich noch, ob jetzt privat oder eine Firma. Oder Initiativen, Vereine, die sie dort präsentieren. Wenn ihr ein Projekt machen möchte, habt kein Geld dazu zum Beispiel,
dann könnte ich da über dieses Quality jemand finden, der mir das sponsert. Will ich Tennis spielen in der Nähe und hab kann, finde ich vielleicht so privat auch, was ich tun möchte. Jemanden, der das mit mir macht, vor allen Dingen. Also privat oder geschäftlich, das wäre fein, wenn da ja, wir auch was tun, ne? Wenn wir uns vernetzen. Je mehr wir uns vernetzen, desto besser werden wir. Es wird jetzt im Januar, ihr habt noch einen Zettel dabei, in Creality, also in diesem Folder, findet ihr einen Zettel drin. Da sind verschiedene Termine in Deutschland, Österreich und in der Schweiz, wo im Januar Creality Potenzialchecks stattfinden. Potenzialchecks, also die werden angeboten, wo man seine privaten oder geschäftlichen Potenziale, wo die Worte forciert werden. Der Potenzialcheck kostet nichts. Man gibt eine freiwillige Wertschätzung so nach dem Motto, zahl was du willst. Der Roman Kadive ist der Mitbegründer, er wird auf der nächsten Montagsinfo im Januar bei uns anwesend sein und da die Reality auch persönlich präsentieren. Freue mich heute schon drauf. Und wie ihr da auf der Liste sehen könnt, findet der nächste Creality Potenzialcheck am 24. Januar statt. Das ist dann 2 Tage bevor die nächste Montagsinfo stattfindet. Und wer möchte, der kann sich entweder auf der Seite direkt selber anmelden oder kann es auch gern bei mir heute machen. So, die Schulen, das habe ich schon erzählt. Nächstes Mal der Peter Schippig, den haben wir verschoben auf den Januar, weil eben viele Leute in der Weihnachts- oder Adventszeit nicht so viel Zeit haben. Ich glaube im Januar, da ist ja jeder ein bisschen freier, da werden wir dann auch wieder mehr Leute, auch Direktoren da haben, sage ich jetzt einmal. Und ja, auf den freue ich mich schon. So, jetzt noch ganz kurz möchte ich mich bei allen bedanken, die uns finanziell auch immer wieder unterstützt haben. Es hilft uns sehr früh, wir können sehr viel mehr auf die Beine bringen. Vielleicht stellen wir einen Antrag bei unserer Veranstalterin, dass er den Zingeld kriegt, dann kann ich noch mehr besuchen. Und ja, dann würde ich sagen, ich wünsche uns allen einen schönen Abend. Der Maniolo wird uns durch den Abend begleiten, musikalisch wieder, und das Ganze ein bisschen aufpeppen. Wen haben wir denn jetzt überhaupt? Dich, oder? Nein, den Film, wir wollten einen Film bringen. Weil wir den nicht bringen können, wir haben ein technisches Problem. Möchte ich alle bitten, geht's auf YouTube, also den lege ich euch auch besonders ans Herz, und schaut euch den Film von Professor Dr. Gerhard Hütter an, Neue Schulen. Das ist ein 2-Minuten-3-Minuten Video. Also wer den gesehen hat, der weiß, was wir wollen, was wir erreichen wollen. Ja. Schulen der Zukunft. Lernwelt, Schulen der Zukunft und Schulen im Aufbruch. Haben wir eh auf der Initiativenliste mit draufstehen. Ja, dann darf ich jetzt an den Maniolo übergeben. Dankeschön. Ich hab'n Brummschädel. Man hat uns früh schon beigebracht, dass man beim Lernen nimmer lachen Schädel. Und dass bei allem, was du lernst, du nicht weißt, ist dies auch ernst? Ist es erfunden oder richtig? Ein Riesenschmarrn oder gar wichtig? Wie das ist, das sagt der keiner. Doch wenn's das nicht weißt, ist zum Warner. Du kriegst einen riesengroßen, großen Brummschädel. Einen riesen Brummschädel, du kriegst einen Brummschädel. Drum sei ein Brummschädel und hol einen Brummschädel.
ein Riesenbrunnenschädel. Ja, wenn du glaubst, wir waren am Mond. Frag dich doch einmal, warum da drum noch keiner wohnt. Das Wasser immer über den Berg überrinnt. Frag mich einmal, wir sind die Bladenspitzen kämpft. Und dass am Berg oben so viel Quellen gibt, ist bei Isaac Newton unbeliebt. Und wer denkt, dass hier ein Kastel ist, der glaubt an jeden Kastelmist und kriegt einen Brummschädel, einen Riesenbrummschädel, einen Riesenbrummschädel. Der kriegt einen Brummschädel, einen Riesenbrummschädel, einen Riesenbrummschädel, einen Riesenbrummschädel. Und rum, Bumm und Dirndln, Satz gescheit. Merkt euch nur, was euch ein Hirn erfreut. Denn alles, was spaßt, das geht nach oben. Dann könnt ihr euch wieder endlich selber loben. Und alles ist eure Wahrheit, die zu euch passt. Damit es gemerkt, wieder Spaß. Und dann warst du, kriegst du nie mehr, bist kein Blädel. Weil dann hast du keinen Brummschädel, du hast dann keinen Brummschädel mehr, kein Brummschädel mehr, du hast keinen Brummschädel, dann hast du keinen Brummschädel, drum sei nicht dumm, Mädel. Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Ich habe jetzt mal ohne Worte begonnen. Brummschädel war das allererste Stück, was ich bei meinem allerersten Kabarett Kontra Missbildung, das so geheißen, merkst du es jetzt, gemacht habe. Das ist mir mal im Klo eingefallen und da habe ich dann einfach nur schnippen können und kein Instrument, dann ist das mit der Loopbox rausgekommen. Wenn jetzt die eine oder der andere gemacht hat, ja, und was hat jetzt das mit Bildung zu tun? Ja, Bildung heißt ja nicht nur Schulbildung, sondern wenn man etwas anderes tut, entsteht auch ein anderer Bezug, Realbezug und somit auch ein anderes Denkmuster. Und es gibt eigentlich nichts Schlimmeres wie die Menschen, die ständig sagen, das wird es ja nicht mehr erleben, dass da mal friedlich wird oder dass die Leute mal umdenken. Dann sage ich, das habt ihr auch schon so oft gesagt, ihr seid die Ersten, die uns nachlaufen, wenn wir es tun. Und darum gibt es nichts Gutes, außer man tut es. Und wenn man es dann hinstellt und merkt, dass es nicht in Rivalität und Konkurrenz steht, sondern das sowohl als auch fördert und nicht das entweder oder, dann kehrt sowas ein, das nennt man Frieden, Ausgeglichenheit, Harmonie. Und ich bin sehr froh und dankbar dafür, dass wir heute einen Experten für diese Thematik Frieden da haben, nämlich den Gründer der Friedensakademie in Linz, an Paul Ettel, dem ich nahtlos das Wort weiterreiche. Bitte, Paul. Ja, schönen guten Abend auch von meiner Seite. Mein Name ist Paul Ettel, wie der Manfred gesagt hat. Ich komme jetzt aus Linz, habe aber einen großen Teil meines Lebens in Salzburg verbracht. Ich habe in Linz maturiert, bin dann anschließend dahergekommen aus Salzburg an die Uni und habe dann 26 Jahre in Salzburg gewohnt, von Salzburg-Stadt über Hallein und Eigendorf und Verlassing und Wals, überall war ich 26 Jahre lang. Und darum verbinde ich mich auch mit dem Augustiner-Fallstübel einiges an Erlebnisse und dann freue ich mich, dass ich heute da sein kann. Ja, wie der Manfred schon gesagt hat, habe ich mit einigen Freunden gemeinsam vor einigen Jahren die Friedensakademie gegründet. Ich habe mich seit 40 Jahren mit Frieden, mit der Frieden beschäftigt. Ich habe da in Salzburg eigentlich Mathematik studiert. Neben Zeitstudium war Politikwissenschaft mit dem Schwerpunkt Friedensforschung. Und habe dann mein ganzes Leben immer wieder mit Friedensorganisationen zu tun gehabt. Und ich habe dann einfach immer wieder eins erlebt, eigentlich will jeder Mensch Frieden. Das ist eine Sehnsucht von jedem Menschen, dass er mal Frieden will. Da habe ich keinen gefunden, der sagt, ich möchte einen Unfrieden haben. Aber viele Menschen gefunden, die gesagt haben, ich möchte was tun für den Frieden. Und dann war aber die Frage, na, was kann ich denn tun? Da wird es schwieriger.
Und so hat es dann 2010 ein Projekt ergeben, wie gesagt, mit einigen Freunden gemeinsam, dass wir gesagt haben, wir machen eine Friedensakademie. Eine Friedensakademie, in der man einfach auch lernt, was gehört zum Frieden dazu. Wie schafft man nachhaltigen Frieden? Und die Friedensakademie ist keine Antikriegsakademie, sondern wir gehen nach dem Spruch von Spinoza, ein niederländischer Philosoph aus dem 17. Jahrhundert, der gesagt hat, Friede ist nicht die Abwesenheit vom Krieg. Frieden ist eine Tugend, eine Geisteshaltung, eine Neigung zur Güte, Vertrauen und Gerechtigkeit. Das ist unser Zugang zum Thema Frieden. Das heißt, die Friedensakademie ist keine Antikriegsakademie. Und wir beschäftigen uns nur am Rande, sage ich einmal, mit dem äußeren Frieden, mit dem militärischen Frieden, mit dem politischen Frieden. Sondern wir beschäftigen uns mit der Frage, wie kann Friede überhaupt entstehen oder wie kann Friede erhalten bleiben? Wie kann nachhaltiger Friede entstehen? Und so glauben wir, dass es zum Frieden ein paar Aspekte gibt, die ganz wichtig sind. Das beginnt einmal in der Familie. Familienwerte und Friedenserziehung ist ein ganz wichtiger Aspekt für nachhaltigen Frieden. Kinder sollten eigentlich schon lernen, das haben wir jetzt schon bei der Bildung, wie man Frieden macht, wie man in Frieden lebt. Das ist ein Thema, das kann man in der Familie lernen, das kann man in der Schule lernen, aber es gehört einmal gelehrt, es gehört den Kindern auch wirklich gesagt und beigebracht. Also Familienwerte und Friedenserziehung ist das erste Thema. Das zweite Thema, oder die zweite Säule, sage ich immer, in unserer Akademie, ist das Thema der Friede zwischen Religionen. Wir alle wissen, dass die Konflikte zwischen Religionen immer wieder zu Unfrieden führen, zu Krieg führen. Und daher ist der Dialog zwischen Religionen ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, um nachhaltigen Frieden zu schaffen. Frieden zwischen Menschen kann es nur geben, wenn es Frieden zwischen Religionen gibt. Frieden zwischen Religionen kann es nur geben, wenn es ein Gespräch, einen Dialog zwischen Religionen gibt. Darum bemühen wir uns sehr um diesen Dialog zwischen Religionen als zweite Säule der Friedensakademie. Die dritte Säule ist dann die werteorientierte Wirtschaft. Viel Unfrieden und viel Konflikte entstehen natürlich durch wirtschaftliche Probleme oder durch Machtkämpfe in der Wirtschaft, durch Gier und Geiz. Und leider ist heute in der Wirtschaft diese Motivation noch viel, viel mehr da und wird auch sogar in der Werbung, die berühmte Geizesgeilgeschichte, so propagiert. Aber eigentlich ist es nicht das Wesen der Wirtschaft. Wirtschaft funktioniert eigentlich anders. Und Wirtschaft, und das haben wir wieder beim Thema wir gemeinsam so funktioniert, dass eigentlich zum Wohl aller da ist, dann ist es eine werteorientierte Wirtschaft und mit dem beschäftigen wir uns auch. Aber die Basis für jeden Frieden ist der Friede in mir. Wenn die Menschen es schaffen, in sich selbst Frieden zu finden, dann wird es keinen Frieden in der Familie geben, dann wird es keinen Frieden in der Zwischenreligionen geben, dann wird es keinen Frieden in den Firmen oder Zwischenfirmen in der Gesellschaft geben. Darum sind das die vier Bereiche, mit denen wir uns in der Friedensakademie beschäftigen, die unser Thema sind, wo wir sagen, das sind die Bereiche, die für nachhaltigen Frieden wichtig sind. Und vielleicht fällt euch auf, da kommt das Thema Politik eigentlich gar nicht vor, da kommt das Thema Krieg nicht vor. Uns geht es, wie gesagt, um den nachhaltigen Frieden, der aus uns, in uns und aus uns beginnt. Was tun wir dafür? Andererseits haben wir Vorträge und Seminare zu dem Thema. Andererseits machen wir Ausstellungen. Wir haben zum Beispiel eine Ausstellung zum Thema Weltethos. Das ist das Projekt von Hans Küng, wo er sagt, dass eigentlich alle Religionen die gleichen ethischen Grundsätze haben. Schon mehrfach gezeigt. Wir haben voriges Jahr Ausstellungen gezeigt über Martin Luther King. Wir haben heuer Ausstellungen gezeigt über Mahatma Gandhi in Luster von Attersee und in Linz im Rathaus. Wir machen Symposien und Kongresse. Wir haben zum Beispiel ein Bildungssymposium schon 2012 gehabt in Linz, in Oberösterreich, auch mit der mit einer Bezirksschulinspektorin und alternativen Erziehern, also Freilernern und so weiter. Diese Symposien und Kongresse machen wir dann meistens mit Partnern, mit dem Familienforum Österreich, haben wir den Bildungskongress gemacht und heuer im Frühjahr haben wir einen Wirtschaftskongress zum Thema Wertekultur
2014 gemacht mit dem Verein Wertevoll Leben. Über den Herzen nicht nur mehr hören, da wird dann der Günther Becher noch drüber erzählen. Was wir ausmachen, sind Fact-Signing-Tours. Wir waren 2012 zum Beispiel in Prag mit einer Gruppe von Leuten auf den Spuren von Bertha von Suttner und Johannes Kepler. Also das sind solche Tätigkeiten, die wir machen, wo es darum geht, wie kann man nachhaltig Frieden schaffen. Dann sind wir eben auch im Bereich der Wirtschaft aktiv. Wie gesagt, der Aspekt der werteorientierten Wirtschaft liegt uns sehr am Herzen. Und da unterstützen wir eben Projekte der werteorientierten Wirtschaft, wie zum Beispiel Projekte der solidarischen Ökonomie. Wir gemeinsam ist so ein Beispiel, wo wir uns als Friedensakademie auch aktiv einbringen. CSR-Projekte, Gemeinwohlökonomie-Projekte und so weiter. Wir machen Filmvorführungen, wir haben einen Film gemacht über Rudolf Steiner, österreichischer erster Führer dieses Films. Wir haben die österreichische erster Führung eines Films gemacht, der heißt Within the Eye of the Storm, über einen Palästinenser und einen Israeli, die haben beide Kinder verloren im Krieg und haben aber dann doch gemeinsam für den Frieden gearbeitet. Sehr schöner Film. Ich habe jetzt leider nicht Zeit, mehr darauf einzugehen. Was machen wir sonst noch? Wir bauen eine Bibliothek auf, wir machen Studien, wir machen Publikationen, wir machen kulturelle Veranstaltungen und vor allem auch sind wir tätig im Bereich der Unterstützung der Friedensgemeinden. Es gibt einen internationalen Verein, Mayors for Peace, Bürgermeister für den Frieden, der ist gegründet worden vom Bürgermeister von Hiroshima. Jeder von uns weiß, was Hiroshima ist. Und der Bürgermeister von Hiroshima hat diesen Verein gegründet. Inzwischen sind über 6000 Gemeinden und Städte in Österreich mit dabei. Ich überlege gerade, wer in Salzburg dabei ist. Salzburg-Stadt ist dabei, ich glaube, Zell am See ist dabei, Saalfelden ist dabei. Also es gibt 7 oder 8 Gemeinden im Land Salzburg, die da dabei sind. In Österreich sind es ungefähr 110 Gemeinden insgesamt. Für die haben wir auch ein Angebot und für die sind wir auch tätig. Und dann sind wir auch tätig im Bereich Projekt Weltethos. Ich habe es vorher schon kurz erwähnt, Projekt Weltethos ist ein Projekt von Hans Küng, wo er eben zeigt, dass eigentlich alle Religionen die gleichen ethischen Grundsätze haben. Da gibt es Ausstellungen, da gibt es sogar das ist relativ neu, ein Projekt Weltethos Schule. Ich war gerade vor 2 Wochen bei der Generalversammlung der Stiftung Weltethos in Wien und habe gehört, dass dieses Projekt Weltethos-Schule, das wird erst seit ungefähr ein Jahr gibt, auch schon eine österreichische Schule hat. Und wo glaubt ihr, die ist? In Salzburg. Die Volksschule Lehen 2 ist die erste österreichische Weltethos-Schule. Ich habe leider noch keine Zeit gehabt, Kontakt dorthin zu machen, aber es freut mich ganz besonders, dass Salzburg da wieder in der Beziehung auch so einen Weg geht. Ganz neu, oder eigentlich noch nicht wirklich umgesetzt, ist das nächste Projekt, ein Lehrgang nachhaltige Friedensarbeit. Da wollen wir auch in den Bereichen, wo wir in der Friedensakademie tätig sind, jetzt vorher gesagt, mit den 3 Säulen und dem Fundament, entsprechend einen Lehrgang anbieten. Und damit wieder zum Thema Bildung, wo wir heute einen Schwerpunkt haben. Ein Lehrgang der Friedensakademie soll so sein, dass aus diesen Bereichen, aus diesen 4 Kernbereichen, die ich vorher erwähnt habe, Kurse, Seminare, Workshops absolviert werden. Jedes Workshop hat dann je nach Länge eine bestimmte Punkteanzahl und wenn jemand diesen Lehrgang der Friedensakademie absolvieren will, dann muss er in Summe 400 Punkte sammeln. Und zwar 70 Punkte aus dem Bereich Familienwerte und Friedenserziehung. Das sind dann so Themen wie Kommunikation, gewaltfreie Kommunikation, Soziokratie, systemisches Konsensieren, Partizipation, Friedenspädagogik, Elternführerschein, Generationendialog. Also wir sind da dabei, eine ganze große Palette von Workshops, Seminaren, Vorlesungen anzubieten. Weniger oder nicht alle alleine als Friedensakademie, sondern in Kooperation mit anderen Anbietern, werden wir dann gleich sehen. Und wer jetzt diesen Lehrgang Friedensakademie absolvieren möchte oder durchlaufen möchte, der sucht sich halt 2, 3 Seminare oder Workshops zum Beispiel aus dem Bereich einmal aus. Beispiel eben 3-tägiges Seminar über gewaltfreie Kommunikation.
Genauso eben dann der Bereich Dialog zwischen Religionen. Da ist das schon genannte Projekt Weltethos natürlich ein Thema, wo man einen Lehrgang machen kann. Vergleich in Religionswissenschaft, dann die einzelnen Weltreligionen überhaupt, bis hin zu den religiösen Minderheiten, die es gibt, auch in Österreich. Aber auch so Sachen, die dann ein bisschen schmunzeln machen, Musik der Religion, Essen der Religionen, sind Sachen, die interessant sind und wo man einfach sieht, wie Religionen miteinander nebeneinander leben und miteinander leben können. Der dritte Bereich ist dann der Bereich der werteorientierten Wirtschaft. Ich habe schon gesagt, da gehören die Sachen dazu wie CSR, also Corporate Social Responsibility. Da gehört dazu das Projekt Gemeinwohlökonomie. Ich selbst bin gerade in dem Bereich sehr aktiv, ich war selbst 30 Jahre Unternehmer und habe daher im Bereich der Wirtschaft einiges an Erfahrung, was ich mit einbringen kann. Darum ist das Thema Gemeinwohlökonomie für mich persönlich ein sehr wichtiges Thema, da ich selbst auch Vorträge und Kurse habe. Oder eben Sachen wie Geldsysteme, Tauschsysteme, am Markt kehren wir gemeinsam, solidarische Ökonomie, Gemeinschaftsgärten, also alles, was da in diesem Bereich der neuen alternativen Wirtschaftssysteme reingehört, könnte da ein Thema sein für einen Lehrgang, den man dann in der Friedensakademie besuchen kann oder im Rahmen des Lehrgangs der Friedensakademie absolvieren kann. Und zu den Prinzipien des Friedens und der Friede in mir können natürlich auch Sachen, da geht es wirklich darum, in sich selbst den Frieden zu finden oder Menschen zu helfen, in sich selbst den Frieden zu finden. Und da gehören dann Sachen dazu wie Meditation, Yoga, Filmabende, Selbsterfindung, Berufungsfindung, Visionsarbeit bis hin zum Thema Atmung, Stimme und Glück oder allgemeine Prinzipien des Friedens. Das sind Sachen, die wir, wie gesagt, als Friedensakademie dann anbieten wollen. Das heißt, wenn jemand diesen Lehrgang besucht, dann besucht er solche Seminare, kann sich, wie gesagt, auswählen, was er konkret machen will, aus jedem Bereich mindestens zwei. Dann hat man halt insgesamt ungefähr 300 Punkte. Um die 400 Punkte zu erreichen, muss man dann entweder in jedem Bereich was dazu machen oder sich einen Schwerpunkt setzen und sagen, wie mir jetzt der Schwerpunkt werteorientierte Wirtschaft machen oder einen Schwerpunkt gewaltfreie Kommunikation und da halt weitere Seminare machen. Dann gehört dazu eine praktische Arbeit, das sind Friedenseinsätze, das sind soziale Einsätze, das sind Einsätze bei Hilfsorganisationen, ob das Kreuz, Feuerwehr und ähnliches, was dann da sehen kann. Und dann gibt es ein Abschlussgespräch. So ist der Lehrgang der Friedensakademie geplant. Geplant sage ich deswegen, das sind die Beispiele für die praktische Arbeit, geplant sage ich deswegen, weil wir sind gerade davor, den zu beginnen. Ich habe jetzt vor, bis Weihnachten das Konzept so fertig zu machen, dass ich dann ab Weihnachten ein paar Schnitt machen kann und im März wollen wir anfangen, das wirklich zu bewerben und zu vertreiben. Das heißt, ihr seid jetzt wirklich die Ersten, die überhaupt von dem öffentlich lernen. Bis jetzt habe ich nur mit meinen Mitarbeitern darüber geredet und mit denen, die halt Kooperationspartner sind, heute erzählt zum ersten Mal von diesem Lehrgang, also habt ihr ganz besonderes Privileg heute. Jetzt im Schnelldurchgang einfach ein paar bisschen Übersicht, was das für Lehrgänge sein können. Zum Beispiel, was das für Kurse sein können. Zum Beispiel zum Thema gewaltfreie Kommunikation. Da gibt es das Ehepaar Nicola und Thomas Abler in Kremsmünster, Oberösterreich. Die halten schon seit vielen Jahren Kurse und Seminare, meistens in der Spesakademie oder in Kremsmünster direkt, und bieten solche Seminare an. Und zum Beispiel so ein Grundkurs für Einsteiger mit 39 Wochenstunden, also 3 Wochen in, zu je 13 Stunden oder 13 Abende zu je 3 Stunden ist dann eine Komponente mit 40 Punkten und damit hat man ungefähr die Hälfte von diesen 70 Punkten, die man in dem Bereich Familienwerte und Friedenserziehung machen sollte. Also einige Beispiele zum Thema gewaltfreie Kommunikation. Die Barbara Strauch ist vielleicht auch einigen von euch bekannt, das ist die Spezialistin in Österreich zum Thema Soziokratie. Die bietet auch Lehrgänge an, auch mit der Amazon Partnerschaft, dass Leute, die ihre Kurse besuchen, dann das angerechnet kriegen im Lehrgang der Friedensakademie. Oder systemisches Konzilien, Corporate Social Responsibility, Unternehmensführung allgemein. Im Thema Atem, Stimme, Lachen, Glück,
Selbstfindung und Berufungsfindung, was einem unter anderem auch dann Leute dabei, die dann speziell eben aus diesem Kreis von wertevoll Leben kommen, über den Winter Behrend dann noch reden wird. Ja, das sind so, das ist ungefähr der Ablauf, das heißt, wer so einen Lehrer machen will, inskribiert bei uns, das heißt, macht Malzianer Student der Friedensakademie, sollte damit einen Beitrag, kriegt den Studienausweis und dafür kriegt er dann all diese Kurse mit entsprechendem Rabatt, kann dann unsere Bibliothek benutzen, kann unsere Räumlichkeiten benutzen und so weiter und kriegt am Schluss dann ein Zertifikat. Wir werden auch eine Einstiegsvariante anbieten, wenn man sagt, ich möchte es einfach nur ein bisschen probieren. Wir sind die 400 Euro Ziel, ich weiß nicht, ob das wirklich was für mich ist. Dann kann man mal mit einer kleinen Variante einsteigen. Sollte man nur 20 Euro, kriegt man Studienausweis, der halt dann ein Jahr gilt, wo man dann mal drei Seminare machen kann. Ja, der Lehrgang, wie gesagt, ist das erste, das seit Herren. Starten wird jetzt mit März 2015. Anmeldungen sind sofort möglich, das heißt, wenn es frei ist, der sagt, das ist toll, das was möchte ich machen, dann nehme ich halt gerne die Adressen schon mit. Zum Schluss nur die Frage, wie, wann sie sagt, sie Friedensakademie, ja, das ist wirklich was Geiz. Sowas braucht man, sowas braucht die Welt, sowas braucht die Gesellschaft, wie können sie uns helfen? Natürlich suchen wir immer Mitarbeiter. Die uns helfen, in Linz Plakate austeilen, die uns helfen, Einladungen austeilen. Wir suchen aber auch viele Mitarbeiter, die uns helfen, die online mitarbeiten. Und so wie das da halt auch, es ist mir schon klar, es ist schwer, von Salzburg nach Linz zu fahren und da was mitzuarbeiten. Aber viele Tätigkeiten, die zu machen sind in der Friedensakademie, sind eigentlich online möglich. Also wer da Interesse hat, kann sich auch hier in Salzburg melden. Finanzielle Unterstützung, klar, brauchen wir immer. Unser Spendenkonto steht auf der Webseite. Wir haben gerade jetzt auch ein Projekt bei Respekt laufen. Das ist eine Crowdfunding-Plattform, wenn wir gerade ein neues Büro gekriegt haben in Linz, wo wir einiges an Geldern brauchen. Und jetzt kommen wir wieder zu dem zurück, was wir gerade vorher von Andreas gehört haben. Die Friedensakademie ist Kooperationspartner von Wir gemeinsam. Das heißt, nicht nur, dass wir die Idee unterstützen, weil es einfach in dem Gedankengut von einer werteorientierten Wirtschaft drinnen. Das ist eigentlich genau das, was wir als werteorientierte Wirtschaft uns vorstellen, sondern wir sind auch Kooperationspartner, das heißt, man kann unsere Angebote, unsere Seminare mit Zeitscheinen zahlen. Wir zahlen auch Leute, die sagen, ich helfe euch gern, aber ich kann es nicht alles ehrenamtlich machen, ich möchte ein bisschen was haben davon. Die zahlen wir dann alle mit Zeitscheinen. Und darum sind wir natürlich auch froh über Zeitspenden. Das heißt, Andreas hat es ja gesagt, man kann solche Zeitscheine auch spenden. Und da sind wir gerne Annehmer solcher Zeitspenden. Also wenn Sie oder wir gemeinsam Salzburg dabei sind und Friedensakademie Zeitspenden wollt, Andreas sagt euch, wie das dann geht, wie Sie es überweisen können. Und wir haben dann wieder die Möglichkeit, Leute, die uns in Linz im Büro helfen, mit diesen Zeitscheinen zu bezahlen. Eine Geschichte, die ich auch noch kurz erwähnen möchte, sind die Bücher. Eine Akademie hat natürlich auch die Aufgabe, eine Bücherei zu machen, entsprechendes Informationsmaterial zur Verfügung zu stellen und daher sind wir dabei, eine Bücherei aufzubauen. Aber Bücher kosten halt Geld und Geld haben wir ganz. Also was dann noch? Jetzt haben wir uns etwas einfallen lassen, was wirklich sehr gut ankommt, und zwar nennt sich das Booksharing. Das heißt, viele von uns, glaube ich mal jeder von euch, hat schon einmal interessante, tolle Bücher gelesen. Zum Thema Frieden, zum Thema Nachhaltigkeit, zum Thema Erziehung, zum alle Themen, die wir da besprochen haben. Dann haben wir die Bücher gelesen und dann stehen die im Regal. Ich habe viele Bücher gelesen, ich habe viele Bücher gehabt und die jeden mal übersiedeln, ich bin öfter übersiedelt. Oder von meiner Frau geschimpft gesagt, jetzt haben die Bücher, müssen wir die Bücher schon wieder mitschleppen. Oder jetzt muss ich die Bücher schon wieder abstauben. Weil halt Bücher, die man mal gelesen hat, stehen dann oft im Regal. Wegschmeißen will man sicher nicht, weil sie wertvoll sind, weil sie uns selbst was geholfen haben. Was tun wir damit? Dann haben wir jetzt das Konzept des Booksharings aufgelegt, erfunden haben wir es nicht, aber genutzt.
Das heißt, wenn jemand Bücher hat, wo er sagt, die sind eigentlich gute Bücher, die zu diesen Themen passen, dann freuen wir uns darüber, diese Bücher als Dauerleihgabe zu kriegen. Das heißt, wenn Sie Bücher habt und uns die gibt, dann kommen die in unsere Bibliothek und kriegen ein Pickel drauf, wo drauf steht, dieses Buch ist Eigentum von so und so, Max Müller. Das Buch bleibt euer Eigentum. Wann immer ihr das Buch wieder haben wollt, in der eigenen Bibliothek, könnt ihr es anrufen und wir schicken es sofort wieder zurück. Aber in der Zwischenzeit, wo es ihr nicht braucht, wo es ihr nicht lest, hängen die Sachen in unserer Bibliothek und können daher von anderen Leuten genutzt werden, die vielleicht die Bücher nicht kennen oder halt auch kein Geld haben, sich Bücher zu kaufen. Also das ist, wie gesagt, unser Konzept unserer Friedensbibliothek, die wir in unseren Räumlichkeiten haben. Ja, weitere Informationen auf der Webseite natürlich. Wir schicken einmal im Jahr einen Newsletter aus. Wenn ihr den Newsletter kriegen will, bitte einfach eine kurze E-Mail an info@friedensakademie.at oder auf der Webseite zum Newsletter anmelden. Und damit bedanke ich mich. Ich habe meine halbe Stunde, glaube ich, ziemlich genau eingehalten. Bedanke mich und für Fragen kann man dann eh noch schön nachher zur Verfügung. Dankeschön. Lieber Paul, herzlichen Dank für deine sehr interessanten Ausführungen und die Vorstellung dieser wunderbaren Idee. Ich kenne die Friedensakademie ja schon von den Anfängen her und das, glaube ich, ist ein sehr schönes Beispiel dafür, dass nicht nur so komische Geschichten jetzt sich uns offenbaren, die von unten so aufgängen, die Tore gehen auf und es kommt irgendwas raus, was wir uns schon überdenkt haben, aber befürchtet haben und es ist tatsächlich so. Sondern das ist ein typisches Beispiel, wie sich eine idealistische Idee jetzt erdet und wie Frieden begreifbar, anfassbar, studierbar wird für jeden auf seiner eigenen Fasson. Und ich finde, dass das eine voll geniale Geschichte ist, vor allem auch mit diesem Schulterschluss zu wir gemeinsam, zu wertevoll leben, wo wir jetzt dann auch gleich noch was hören würden. Ich höre gerade... Wir sind wieder auf Sendung, jetzt nochmal für alle Zuhörerinnen und Zuhörer auf OKiTalk. Wir grüßen euch live aus Salzburg. Vielen Dank, dass ihr dabei seid. Und vielen herzlichen Dank an Klaus, Nelly und das Team von OKiTalk, die sich bei jeder Sendung bis jetzt hier einfach live einschalten und uns hinaustragen in die Welt. Wenn auch der Kreis noch klein ist, so ist er zumindest qualitativ sehr hochwertig. Und es geht ja auch bei dieser Form der Arbeit, die wir leisten, nicht unbedingt um die Quantität, sondern doch mehr um die Qualität. Und ich freue mich, dass ihr alle da seid. Nochmal kurz zur Erinnerung, es liegen grüne Kärtchen auf den Tischen. Wenn ihr also zu den ersten zwei Sprechern und zu den folgenden Sprechern, die jetzt noch folgen, Fragen habt, dann notiert sie einfach auf. Weil es einfach ganz wichtig ist, was man sich aufgeschrieben hat, braucht man sich nicht merken und man ist wieder frei für die Konzentration oder die eigene Konzentrationsfähigkeit. Das Ganze wird auch wieder aufgezeichnet auf Hightech, also High-Density Television vom Krypto-TV-Team, vom Roman Michael Reuter, der uns das auch jedes Mal unentgeltlich macht und er macht es fantastisch. Weil er genauso mit der Sache verbunden ist, hinter ihr steht, in ihr steht und für sie steht, wie wir alle. Und einer, der schon sehr lange, wir kennen uns schon über 10 Jahre, und der schon sehr lange für Menschlichkeit und menschliche Aspekte steht und ein Menschen, den ich sehr schätze, den möchte ich euch jetzt vorstellen und das ist der Günther Behan von Wertevoll Leben, der uns einen Vortrag machen wird oder einen Einblick gibt in, sind wir Täter oder sind wir Opfer, sind wir Gestalter oder können wir eh nichts tun. Günther, bitteschön. Ja. Auch von mir einen wunderschönen guten Abend, darf ich die Technik da schnell bitten. Ja. Wir haben ja heute ein Spezialthema oder ein Kernthema und das ist das Thema der Bildung. Und
Was bedeutet Bildung überhaupt? Also ist das Wissensvermittlung? Was heißt Bildung? Also in Bildung steckt ja ein sehr wichtiges Wort drinnen aus meiner Sicht. Und zwar sind es die ersten vier Buchstaben. Nicht? Das ist das Bild. Und das ist aus meiner Sicht das zentrale Thema der Bildung überhaupt. Welches Bild habe ich von mir? Welches Bild hast du von dir? Bist du Opfer? Bist du Gestalter? Siehst du dich als das Ebenbild Gottes? Oder glaubst du, dass du der Versager der Nation bist? Welches Bild hast du von dir? Das wird über deine Zukunft entscheiden. Die Situation, wie wir sie heute auf dieser Welt haben, ist daraus entstanden, aus dem Bild, das die Menschen in der Vergangenheit von sich hatten. Also wenn wir wollen, dass sie das System, dass sie das alles verändert, dass das alles besser wird, dann müssen wir das Bild verändern, das wir für uns haben. Das bestehende System ist die Folge der inneren Haltung, die wir Menschen in der Vergangenheit gehabt haben. Also wenn wir wollen, dass die Zukunft eine bessere wird, dann sollten wir an dem Bild arbeiten, das wir von uns haben. Und da ist, glaube ich, wirklich eine der entscheidendsten Fragen überhaupt. Bin ich Gestalter oder bin ich Opfer? Also, wenn ich da so durch die Gesellschaft schaue, also ich glaube, dass inklusive mir selber, dass wir alle immer in unterschiedlichen Bereichen einfach in dieser Opferhaltung sind. Wir fühlen uns als Opfer des Systems, wir fühlen uns als Opfer der Wirtschaft, wir fühlen uns als Opfer der Politik und. Aber ab dem Moment, wo ich mich als Opfer fühle, sage ich auch, na, ich kann nichts ändern, die anderen müssen was ändern. Aber ab dem Moment, wo ich beginne, mich als Gestalter zu erkennen, wo ich vorher drauf komme, hey, ich kann ja tatsächlich was verändern. Und vor allem in einem ganz wichtigen Bereich kann ich was verändern. Ich kann bei mir beginnen. Und das hat einen gigantischen Vorteil. Du brauchst niemanden um Erlaubnis fragen. Und du bei dir beginnen möchtest. Du brauchst niemanden um Erlaubnis fragen. Du kannst sofort, du kannst dich jetzt entscheiden, bei dir anzufangen. Das kann niemand verhindern. Du brauchst dann nur mit dir selber einig werden. Nicht? Das hat es niemanden. Und da kann jeder kann das sofort anfangen. Ja, und mit der wertevoll Leben Baumschule, zu der werden wir dann nachher noch ein bisschen kommen, beziehungsweise es liegen da auf den Tischen so Flyer und dann, da hinten drauf habt ihr auch diese wertevoll Leben Baumschule. Und wenn der eine oder andere jetzt noch nicht so ganz versteht, also im Anschluss wird euch dieses Bild sicher mehr sagen. Aber beschäftigen wir uns vielleicht nur mit ein paar Dinge. Ganz oben drüber steht es so schön, das Regierungsprogramm für mein Leben. Und das ist eine wichtige Sache. Wenn du Regie führen möchtest in deinem Leben, dann musst du ein Regierungsprogramm für dein Leben haben. Und warum Regierungsprogramm für mein Leben? So viele Menschen möchten immer regieren. Aber meistens einer über den anderen. Und dann haben sie ihr Leben selber nicht im Griff. Wie soll denn das funktionieren? Wie soll jemand anderen sagen, was er zu tun hat, wenn er sein eigenes Leben nicht einmal im Griff hat? Wie soll das funktionieren? Und vor allem, wenn wir uns die Thematik genauer anschauen, dann werden wir drauf kommen, dass eigentlich jeder nur für sich selber verantwortlich ist. So sehr mir das auch missfällt, was da in der ganzen Regierung und so weiter teilweise passiert, also mir taugt das auch nicht. Aber für mich ist das eine ganz logische Schlussfolgerung.
Millionen von Menschen möchten ihre Verantwortung abgeben und die Politiker versuchen irgendwie krampfhaft dem irgendwie ein bisschen gerecht zu werden, zumindest manche probieren es, ne? Und das kann nie funktionieren. Das kann nicht funktionieren, das kann gar nicht gehen. Also das System ist in sich schon einfach eine Völkerkonstruktion, das geht nicht. Das kann da jeder nur für sich verantwortlich sein, es kann da jeder nur schauen, dass er in seinem Leben Regie führt. Und da geht es eben wirklich darum, regieren statt reagieren. Ich habe das so schön beobachtet, 2008, wie da so die Wirtschaftskrise war. Anfang 2009 hat diese Wirtschaftskrise dann so richtig durchgeschlagen. Also ich kann mich da noch gut erinnern, ich war im Jänner 2009 Richtung Stuttgart, also genauer gesagt Richtung Heidelberg unterwegs und da die A6 zwischen Nürnberg und Heilbronn, das ist eine extrem stark befahrene Autobahn, weil da immer so viele LKWs fahren und da waren fast keine LKW unterwegs. Weil fast nichts mehr transportiert worden ist, weil einfach wirklich kurzfristig da eine totale Wirtschaftskrise gewesen ist. Aber was ich so sehr beobachtet habe, dass die Menschen genau das, was diese Wirtschaftskrise verursacht hat, im Anschluss umso mehr gemacht haben. Irgendwas hat es da. Aha, das ist nicht länger, passt schon. Da hat es nichts. Das ist nicht länger. Ja, dass die Menschen genau das, was diese Krise verursacht, umso mehr gemacht haben. Sie sind umso mehr in die Ängste gegangen. Huhu, jetzt müssen wir aufpassen und jetzt müssen wir die Politik noch mehr bekämpfen und vor allem noch mehr in die Gier gegangen. Jetzt müssen wir das Geld noch mehr halten. Ja, das hat ja genau die Wirtschaftskrise verursacht. Das ist ja, wenn ich der Wirtschaft ständig Geld entziehe, das ist dasselbe. Man stellt einmal vor, du lässt bei deinem Körper jeden Tag ein Achtel Blut ab. Du entziehst deinem Körper jeden Tag ein Achtel Liter Blut. Was passiert dann? Das wirst du nicht ewig aushalten, oder? Ein paar Tage wird es schon gehen, aber dann ist es irgendwann einmal gegangen. Und so ist es in der Wirtschaft halt auch. Wenn ich der Wirtschaft ständig durch Geld horten und was auch immer, durch Gier, nicht, sozusagen der Wirtschaft ständig das Blut entziehe, das, was Wirtschaft gestalten soll, dann wird es irgendwann kaputt werden. Von denen haben wir abgesehen, dass das Finanzsystem sicher viele andere Verbesserungspotenziale auch noch in sich birgt. Und die nächste Frage, die sich dann stellen würde, brauchen wir überhaupt ein Geld? Aber um das geht es mir heute weniger. Mir geht es wirklich um dieses Thema der Bildung, das Bild, das wir von uns haben. Und da ist, glaube ich, also aus meiner Sicht ein ganz entscheidender Faktor, dieses Mangeldenken. Also auf dieses Thema werden wir heute ein bisschen intensiver eingehen, weil aus meiner Sicht ist gerade dieses Mangeldenken, das ist so vielleicht eine der größten Geiseln der Menschheit überhaupt. Und da ist einfach wichtig, dass wir immer mehr von diesem Mangeldenken in dieses Bewusstsein der Fülle kommen. Und vor allem, was uns selber betrifft. Ich behaupte, es gibt keinen Menschen, der Schwächen hat. Es gibt keinen Menschen, der Schwächen hat. Wir Menschen haben nur Stärken. Jeder, der da herinnen sitzt, hat nur Stärken. Es sitzt kein einziger herinnen da, der Schwächen hat. Du bist nur nicht für alles zuständig. Und das ist ein Riesenunterschied. Das heißt, wenn du Dinge tust, die dir schwer von der Hand gehen, wo du aus Sicht anderer immer Fehler machst, dann ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass du ständig Dinge tust, für die du eigentlich nicht verantwortlich bist. Du bist aus einem ganz spezifischen Zweck hier auf dieser Erde, du hast einen Lebensauftrag, du hast eine Berufung, eine Bestimmung. Und das sollst du auszufinden und dort kannst du deine Stärken dann so richtig ausleben. Also, das ist vielleicht das Allerwichtigste, dass du selbst in dieses Bewusstsein der Fülle kommst, für dich als Mensch. Und vielleicht noch ganz wichtig, vom Verhalten ich muss
Ich muss zur Schule gehen, ich muss eine Ausbildung machen, ich muss. Und da kommt er heute noch einer, der von der Ich-muss-Schule zur Ich-kann-Schule drüber noch spricht. Wir haben uns schon kurz ausgetauscht. Und ich habe gesagt, ich war schon immer in der Ich-kann-Schule, weil ich habe nie das da, was ich müssen hätte. Zum Leidwesen natürlich der Lehrer meiner Eltern und so weiter. Denen hat das nicht so gut gefallen. Ich habe dann das Gymnasium abgebrochen und so weiter. In meinem letzten Gymnasiumsjahr habe ich einen Schulrekord aufgestellt mit dem schlechtesten Notendurchschnitt, den es in der Schule zum Halbjahr jemals gegeben hat. Und ihr werdet es nicht glauben, das habe ich auch meine Buben erzählt. Aber da sind sie noch zur Schule gegangen. Nicht erst nachher, das viel machen. Also ich habe zu meinen Kindern immer gesagt, mir ist das egal, welche Noten ihr nach Hause bringt. Mir ist nur eins wichtig, dass aus euch das wird, wozu Gott euch auf diese Welt geschickt hat. Das ist das Einzige, worum es geht. Herauszufinden, warum ich hier bin. Ja, also von diesem Verhalten, ich muss, sprich auf die Umstände reagieren und Opfer dann ständig reagieren. In Brüssel sagen sie irgendwas und alle reagieren. Das müssen wir bekämpfen. In Wern sagen sie irgendwas, alle reagieren. Das müssen wir bekämpfen. Ich habe für mich 2006 schon entschieden und vorher habe ich mich schon lange damit beschäftigt. Ich habe mich 2006 entschieden, ich beschäftige mich mit diesem bestehenden System nur mehr noch so viel, was wirklich halt sein muss. Weil ich meine, ich fahre halt nur auf der Autobahn nach Salzburg oder was auch immer. Aber ich will mich mit diesem bestehenden System nicht mehr beschäftigen, als wirklich sein muss. Der Rest ist vergeudete Energie. Ich meine, dieses System wird ja sowieso von sich selbst, also in sich implodieren. Und mit jeder Energie, die ich dem System noch gebe, indem ich mich damit beschäftige, verzögere ich dieses Implodieren. Nicht beschleunige es, ich verzögere es. Alles, dem wir Energie geben, das wird wachsen. Und das muss uns einmal bewusst sein. Das ist vielleicht nur am Rande. Also wichtig ist, dass man immer mehr in dieses Handeln, ich will in meinem Leben regieren. Ich will da Regie führen, ich will entscheiden, wo es lang geht. Oder? War doch schön. Warum soll ich in Feimann oder wie heißt jetzt der zweite, der Spende ist ja nicht mehr der. Der Mitterlehner, genau, danke schön, und der Schelling und so weiter. Ne? Warum soll ich zulassen, dass die in meinem Leben regieren? Oder ist ja wurscht, wie Angela Merkel oder die Regierung in Brüssel oder sonst irgendwer. Warum soll ich zulassen, dass die in meinem Leben regieren? Indem ich mich ständig mit ihnen beschäftige. Indem ich ständig auf das, was die tun, reagiere. Also mit mir nicht. Mit mir sicher nicht. Okay. Ja, jetzt mag ich nicht mehr, kannst du mir da was weiterschalten? Das war jetzt zu viel, ja. Also, ich muss ja den Vortrag ein bisschen kürzer halten heute, sonst wird das den Abend sprengen. Aber was mir noch wichtig ist, das ist diese wertevoll Leben Baumschule, wie wir das nennen. Also, wir haben keine Baumschule im ursprünglichen Sinn, sondern das ist sozusagen ein Bild, wo ich das einfach darstellen möchte. Und links haben wir diesen Lösungsbaum und rechts, links haben wir diesen Problembaum und rechts diesen Lösungsbaum auf der rechten Seite, auf der richtigen Seite. Und jetzt ist in deinem Leben die Frage, womit beschäftigst du dich? Beschäftigst du dich mit den Problemen? Gibst du den Problemen Kraft? Oder beschäftigst du dich mit den Lösungen? Gibst du den Lösungen Kraft? Da gibt es also ein schönes Beispiel von Mutter Teresa. Das Mutter Teresa wird wahrscheinlich an jedem ein Begriff sein, davon gehe ich mal aus. Und die Mutter Teresa wurde gefragt, ob sie bereit wäre, bei einer Aktivität gegen den Krieg mitzumachen. Und damals war die Mutter Teresa, damals war sie schon
Nobelpreisträgerin, eine bekannte Persönlichkeit, weltweit bekannt und wäre natürlich eine attraktive Frau gewesen, sowas zu unterstützen. Und dann sagt diese weise alte Dame, damals schon gute 80 Jahre, sagt die weise alte Dame, nein, für sowas habe ich keine Zeit. Aber solltet ihr mal was für den Frieden tun, weil dann bin ich sofort dabei. Also im umgekehrten Sinne, wenn du die bestehende Regierung bekämpfen willst, dann habe ich keine Zeit. Aber wenn wir uns damit beschäftigen, wie wir neue Formen des Zusammenlebens gestalten können, wie wir diese Sache komplett erneuern können, wie wir ins Regieren kommen können, da bin ich sofort dabei. Da hast du mich sofort, da hast du all meine Unterstützung. Aber ich beschäftige mich sicher nicht mehr mit dem, was die in Wien beschließen. Weil das mich in Wahrheit wirklich nur peripher tangiert. Oder hinten vorbeigeht, kann ich mal sagen. Und ich möchte, weil da auch steht, Angst, Finsternis, Licht, Liebe. Wenn du heute Abend nach Hause gehst, dann kannst du einen Versuch starten. Wenn du reingehst ins Vorhaus und es ist Stockfenster, dann gehst du mal rein und beschwerst dich mal so richtig über die Finsternis. Und schaust du mal, was sie tut. Und wenn das auch noch nicht hilft, dann kannst du immerhin, dann kannst du noch hergehen und du kannst das einmal so richtig beschimpfen, die Finsternis. Wenn du aus deiner Kreativität komplette Freiheit gegeben, wie du diese Finsternis beschimpfen möchtest. Und dann schaust du wieder, was sie da hat. Oder du kannst ja einmal drum fuchteln und was weiß ich, oder dann gehst du zum Nachbarn, erzählst dann, wie finster das ist. Und da wird der Nachbar so, bei mir ist noch weit finsterer. Komm mal zu mir, da ist noch finsterer. Und so rennen die Menschen permanent durch das schöne Land und beschweren sich darüber, wie finster das ist überall. Ja, aber bei mir ist es noch finsterer. Weil das ist schon fast der Wettlauf teilweise. Wer die finstersten Dinge erlebt und zu wem der Chef oder wer auch immer am schlimmsten war und und. Und ändert sich dann was an der Finsternis? Und kannst du wirklich ausprobieren heute. Also, ich würde das tatsächlich einmal versuchen. Aber du kannst eines machen, du kannst eines tun und dann garantiere, da ist die Finsternis weg. Und das wäre, siehst du, so einfach ist das. Bei uns in Brambachkirchen, ich wohne in Oberösterreich, also in Deutschland sage ich immer, ich bin das Höchste, was ein Österreicher werden kann, ein Oberösterreicher. Ne? Der darf man ja in Salzburg nicht sagen. Ne? Und also bei uns in Brambachkirchen ist es so, wir haben auch keinen Finsternis-Ausschalter. Keinen Finsternis-Ausschalter. Oder hast du einen Finsternis-Ausschalter zu Hause? Nein, du hast nur einen Lichtanschalter, also einen Lichtschalter hast du zu Hause. Also es gibt nur die Möglichkeit des Lichtaufdrehens. Und du kannst die Energie der Finsternis nicht einmal messen. Weil die Finsternis ist nur eines. Sie ist Mangel an Licht. Du kannst die Schwäche des Lichtes kannst du messen. Du kannst sagen, okay, jetzt ist so und so viel Licht verschwunden. Oder wir haben nur immer noch so und so viel Licht. Aber du kannst nie die Stärke der Finsternis messen, weil sie keine Energie hat. Das heißt, wir beschäftigen uns mit einer Sache, die es in Wahrheit eigentlich nicht gibt, sondern nur ein Mangel dessen ist, nämlich ein Mangel an Licht. Und das ist einfach das, worum es mir geht. Ich will die Menschen ermutigen, inspirieren, das Licht aufzudrehen. Und zwar zuerst einmal in sich selber. Und wenn es in dir zu leuchten beginnt, wenn du wirklich zu einem Licht geworden bist, weil du herausgefunden hast, wer du wirklich bist, wie einzigartig du bist, wie begabt du bist, wie ausgestattet du bist mit ganz spezifischen Gaben, Fähigkeiten und Talenten, die du zum
Nutze anderer Menschen zum Licht auf drin einsetzen und benutzen kannst. Und wenn nur wir auf einmal alle leuchten, was glaubst du, dass sich da draußen geändert hat? Und wenn du nur einmal im Monat einen dann auch dazu begeistern kannst, sich nicht mehr mit dem zu beschäftigen, was nicht passt, sondern zum Gestalter zu werden und sich die Frage zu stellen, was kann denn ich beitragen, damit es besser wird? Wo kann denn ich mein Licht erstrahlen lassen? Wo ist das, wo ich einen Nutzen bringen kann? Wo ich dafür sorgen kann, dass meinem Umfeld, dass in der Welt einfach wieder ein bisschen heller wird? Und wenn du im Monat einen nur begeistern kannst, und jeder von uns würde das tun, dann kannst du das einmal ausrechnen, dann hätten wir jedes Monat eine Verdoppelung. Jedes Monat hätten wir eine Verdoppelung von Menschen, die beginnen, das Licht aufzudrehen. Und dann kannst du jetzt wurscht sein, was die in Wien, in Brüssel oder in Berlin oder wo auch immer tun. Dann kannst du es egal sein, wenn wir einfach das Licht aufdrehen. Und jedes Monat einer wird es um einen mehr, aber nicht durch mich. Und durch dich und durch dich und durch dich. Und stell dir vor, das kannst du ausrechnen, in circa 2,5, knapp 3 Jahre, ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute das da herinnen sind, nicht, wenn wir eine Verdoppelung machen würden, hätten wir in circa 2,5 Jahre, hätten wir die ganze Welt erreicht. Wenn jeder jedes Monat einen erreicht und inspiriert und ermutigt zum Licht aufdrehen, hätten wir in 2,5 Jahren hätte sich die gesamte Welt verändert. So einfach war es. Weil jeder kennt ja dieses Prinzip, nicht? Wie der Chines, der das Schachbrett erfunden hat und für den Kaiser, und wie der Kaiser gesagt hat, nicht, du kriegst jetzt natürlich eine tolle Belohnung, was möchtest du denn? Ich bin ganz bescheiden, du legst mir auf das erste Schachfeld legst mir ein Reiskorn und pro Schachfeld verdoppelst du es. Und der Kaiser hat gesagt, ja, das ist so ein bescheidenes Geschenk. Nicht? Und dann, wie es fertig war, ist er draufgekommen, ne? Weil der hat, was er sieht, wie viel 1000 Kilo Reis gekriegt. Oder mehr, ja, das ist, da haben wir einen Experten. Mehr als die Reisernte der Welt. Ne? Und die 8 Milliarden, die sind dann schnell übereinander, weil wenn es einmal 500 Millionen sind, sind es verdoppelt 1 Milliarde, nicht? Und dann sind es 2 Milliarden, und dann haben wir noch 2-3 Monate, und dann ist das Thema gegessen. Also es ging so einfach, aber ich möchte nur ganz kurz, haben wir noch so viel Zeit, ich möchte nur ganz kurz auf das eingehen, was uns so sehr daran hindert, dieses Licht aufdrehen. Und das ist, nächste Folie bitte, und da haben wir da oben diese Baumschule, worauf konzentriere ich in meinem Leben, bin ich gegen etwas, um Probleme zu verhindern. Und das ist das, was sehr, sehr viele tun. Ich war zum Beispiel ich habe immer dafür gesorgt, ich war ursprünglich Tischler, habe eine Tischlerei gehabt und ich wollte unbedingt den Misserfolg verhindern. Das war mein Anliegen, das war mir ganz wichtig. Und perfekt ist eingetroffen. Weil ist ja klar, wenn ich Energie gebe, das geschieht. Das ist ja ganz logisch. Warum passiert immer den Menschen am meisten, die das meiste befürchten, die das über verhindern wollen? Denen passiert am meisten. Pass auf! Nicht, damit da nichts passiert. Die Eltern schauen zu den Kindern. Ja, den Kindern passiert am meisten, wo die Eltern die mehr Angst haben. Und jetzt müssen wir uns aber die Frage stellen, was bewirken wir damit, wenn wir ständig das bestehende System bekämpfen? Und die Antwort darf sich jeder selber geben. Beziehungsweise bin ich für etwas, um Lösungen zu entwickeln. Und da haben wir in der ersten Zeilung, ich befürchte, schaue auf, und da haben wir dieses Mangeldenken. Und auf das möchte ich nur kurz eingehen, und dann übergebe ich das Wort. Dieses Mangeldenken ist aus meiner Sicht, wie ich vorhin schon gesagt habe, das ist wirklich aus meiner Sicht die größte Geißel der Menschheit. Und zwar fängt das Mangeldenken bei uns schon in der Kindheit an. Also Kindheit im Babyalter. Wird uns das schon in die Wiege hineingelegt. Jetzt kommt also ein Baby auf die Welt. Also ich bin heuer Großonkel geworden, meine Nichte hat also ein kleines Baby gekriegt, und wenn so ein kleines Baby auf die Welt kommt, da kommt niemand auf die Idee, dass diesem Baby etwas fehlen könnte, oder? Jeder schaut eine in den Kinderwagen und
alles haben wir so lieb und alles ist perfekt. Alles ist eitle Wonne. Ne? Oder? Läuft das so ab. Und dann geht's los. Dann geht's los. Dann kriegt das Baby, nicht, wenn es ein bisschen Blaschi tut, nicht, dann kriegt es schon mehr Zuwendung. Wenn es die ersten Worte sagt, kriegt es mehr Zuwendung. Wenn es die ersten Schritte macht, kriegt es mehr Zuwendung. Was lernt das Kind sofort? Wenn ich etwas leiste, dann kriege ich mehr Aufmerksamkeit. Ganz einfach. Ne, und dann geht es schon los. Die Mama ist in der Krabbelstube. Ja, der meine kann schon Mama und Papa sagen, der deine nur Papa oder Mama. Ne? Der meine, der kann schon laufen, der deine nur krabbeln. Ne, und dann werden sie ein bisschen öder. Nicht? Und dann kommt die Tante Mietze nicht? Und sagt, na Kali, was willst denn du einmal werden? Nicht? Also du bist noch nichts, du musst was werden. Ja, so fängt es ja an. Also es ist ein Volksverbrechen, ein Kind zu fragen, was willst du einmal werden? Ein Kind ist schon alles, das kann nichts werden. Ein Kind kann nur entdecken, was es schon ist. Es kann nichts werden, es kann nur herausfinden, was da drinnen schon wieso angelegt ist. Genauso wie so eine Eiche hat das Potenzial einer tausendjährigen Eiche schon drinnen. Das kann nichts werden. Das ist nur eine Entwicklung der Zeit. Das Potenzial für die tausendjährige Eiche ist da schon drin. Und genauso ist in einem Kind schon alles drin, wenn sich die Eizelle der Mama mit dem Samen des Papas trifft, dann ist alles schon geschehen. Es kann nichts mehr werden. Und so geht es dann weiter, dann kommen wir in die Schule, ne? Und der kleine Franzi macht die Hausaufgabe, die erste Hausaufgabe, beim Müll, sie hängt sie ein und tut, was er nur kann, und dann geht er in die Schule und was macht die Lehrerin? Sie sagt ihm alles, was er nicht kann. Ich meine, das ist Gott sei Dank teilweise schon in vielen Bereichen besser geworden, aber dort, wo ich nicht genüge, nicht? Dort, wo ich noch was falsch gemacht habe, anstatt herzugehen und zu sagen, hey, schau her, das hast du schon richtig gemacht, das hast du schon richtig gemacht, das hast du auch schon richtig gemacht, und die paar Sachen, die kriegen wir auch noch in den Griff. Das wäre ein ganz anderes Thema, oder? Und so geht es die ganze Zeit weiter und unser Leben lang wird uns Mangel vermittelt, dass wir Zwänge sind. Wir genügen nicht. Es wird uns ständig in irgendeiner Form wird uns das beigebracht. Und dieses innere Gefühl, also das ist auch so eine Sache, wer nie zu weit geht, weiß nie, wie weit er gehen kann. Ich weiß jetzt, wie weit er gehen kann. Ich bin schon zu weit gegangen. Und dieses Mangeldenken, nicht? Das versuchen wir dann permanent im Außen irgendwie zu kompensieren. Und das hat fatale Auswirkungen. Die ganzen Probleme der heutigen Gesellschaft sind aus meiner Sicht nur Auswüchse dessen, dass immer mehr Menschen versuchen, im Außen das zu kompensieren, was da drinnen abgeht. Nämlich dieses Denken, ich bin zu wenig, wo versuchen wir in irgendeiner Form im Außen zu kompensieren. Und das ordnet dann aus in Habgier, in Machtgier, was auch immer, in Konsumwahn, in Extremsport. Nicht, dann brauchen wir einen Kick, nicht, damit wir uns spüren. Weil sonst spüren wir uns ja nicht mehr, wenn wir nicht einen Kick haben. Und dann ist das Spüren vorbei und dann brauchen wir den nächsten Kick. Und der muss aber nur ein bisschen extremer sein. In Süchte und. Die ganze Ursache für Machtwahn etc., das ist aus meiner Sicht alles in dem begraben, dass Menschen permanent versuchen, im Außen das zu kompensieren, was ihnen da drinnen abgeht. Das, wovon du auch gesprochen hast, war der innere Friede, der dann einfach nicht da ist, der dann einfach fehlt. Und das versuchen wir irgendwie im Außen zu kompensieren. Und das funktioniert nicht. Du kannst nicht im Außen das kompensieren, was da drinnen fehlt. Also wenn wir wollen, dass die Welt sich verändert, dann müssen wir den Menschen helfen, dass sie erkennen, dass sie eh schon alles sind, dass sie genügen, dass sie Fülle sind. Fülle, Wohlstand. Dass ich mich in einem Stand, in dem ich mich wohlfühle, zu befinden. Das ist Wohlstand. Wohlstand hat nur sehr begrenzt was mit finanziellen Reichtum zu tun. Wohlstand ist ein Stand, in dem ich mich wohlfühle. Und ab dem Moment, wo ich mich wohlfühle in meiner Haut, dann habe ich alles gewonnen. Und dann kann ich auch beginnen, mir das im Außen zu gestalten, weil sonst der Milliardär hat immer noch zu wenig Geld.
ist ja klar, weil er hat immer nur das Gefühl, dass es Zwang ist, weil er versucht mit Geld das zu kompensieren, was da drin abgeht. Der Diktator hat immer noch zu wenig Macht. Der eine hat immer noch zu wenig konsumiert und er braucht das nur und was auch immer. Es fehlt ihm etwas. Und dann versucht uns natürlich auch die ganze Werbung, die ganzen Medien versuchen uns auch immer noch einzureden, dass wir zu wenig haben und dass wir zu wenig schön und zu wenig gescheit und zu wenig was auch immer sind. Und dass das Auto zu klein ist und das Haus ist zu wenig schön und der Urlaub ist zu wenig weit und es ist immer zu wenig. Und solange es immer zu wenig ist, können wir im Außen versuchen, was wir wollen. Das wird nicht wirklich was ändern. Und das ist diese Krux. Solange wir versuchen, das System zu korrigieren, sind wir in der Opferhaltung. Wir haben nicht erkannt, dass die Veränderung in uns beginnt. Und sonst gar nichts. Und da dürfen wir mit gutem Beispiel vorangehen. Und das ist das, was ich an jeden wünsche. Ich glaube, ich habe eh überzogen. Maßlos. Ich bin schon wieder zu weit gegangen. Das ist das, was ich uns wirklich alle wünsche. Dass wir diesen Mut haben, wirklich diesen Mut haben, weil das erfordert den meisten Mut, den es überhaupt braucht, wirklich bei sich anzufangen. Und nicht mehr zu schauen im Außen, was sich alles verändern soll, sondern wirklich bei sich zu beginnen. Diesen Mut zu haben, zu sagen, hey, und wer bin ich und was ist da in mir, was kann ich verändern, was kann ich beitragen und wo habe ich die Fähigkeit und diese einzigartige Gabe, wirklich einen Beitrag für eine bessere Zukunft zu erbringen. Dankeschön.